Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ja, die Möwen, die lachen. Virginia macht schon wieder komische Sachen. Leute, wir müssen heute in die Höhle rein. Ich brauche unbedingt diese Seilrutsche. Aus dem einfachen Grund, weil mir das beim Bauen dieser Base immens helfen wird. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen was vorbereiten. Wir brauchen was zu essen. Deswegen müssen wir mal ganz kurz unseren Kumpel hier dazu bringen, uns was zu essen zu machen. Zu holen. So, folge mir. Dazu müssen wir an den Fluss gehen. Und nochmal danke für den Tipp mit dem Lagerfeuer. Ich dachte immer, Mensch, warum geht denn das kaputt im Winter? Du musst Steine drumlegen. Gunther, nochmal danke dafür. Ich hoffe, das funktioniert auch. Nicht, dass du mir hier Quatsch erzählt hast. So, dann gehen wir mal dorthin, wo Fische sind. Das wäre ja hier oben wahrscheinlich. Das ist nur die Frage. Ja doch, wir können ihn ja dazu bringen, dass er die zu uns bringt, ne? Komm mal mit, mein Guter. Und das mit dem Kassettenrekorder. Ihr habt mir geschrieben, dass der Typ einen Kassettenrekorder nehmen kann. Ey, das machen wir unbedingt. Das probieren wir definitiv aus. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. So, passt auf. Hol. Fisch. Und mir geben. Hat er gecheckt. Läuft die Aufnahme? Ja, läuft. Nochmal sorry, Leute, dass ihr irgendwie gefühlt... Ihr kriegt das vielleicht nicht mit, aber... vielleicht die Profis unter euch, dass ihr gefühlt jede Folge irgendwie eine andere Qualität hat. Es ist aber so, dass ich hier immer noch mit dem neuen Rechner am rumprobieren bin, was so die besten Einstellungen sind. Deswegen kann das sein, dass es immer mal schwankt. So, genau. Zack. Zack. Jetzt fehlen uns Steine und wir sehen im Winter keine. Doch, hier sind welche. Zack. Zack. Oh, da war ein Spind drunter. Wo ist es? Ach, hier. Zack, zack. Wie viel passen denn da drum? Verdammt nochmal. Ich meine, gut, bei dem Lagerfeuer ist es ziemlich blöd, die Steine da hinzulegen. Weil da ist ja kein Schnee, aber egal. Ich weiß jetzt, woran es lag, ne? Okay, da kommt der angewatschelt, der Typ. Zack und zack. So, dann machen wir uns mal das Feuer schon an. Und wärmen uns ein wenig. Ah, das tut gut. Wie spät haben wir es denn hier eigentlich in-game? Wir haben es... Oh, 16.50 Uhr. Das heißt, wir braten uns jetzt schön die Fische durch. Und hoffen, dass wir eine ruhige Nacht haben und hier nicht sinnlos angegriffen werden. Vielen Dank, mein Großer. Der sieht gut aus. Scheiße. Warum holst du keinen neuen Fisch? Weil hier keine Fische in der Nähe sind. Das finde ich irgendwie doof. Dass die Befehle dann aufhören. Ich meine, ich habe den Befehl dort 30 Meter weitergegeben, dass er dort Fische holen soll. Und jetzt, weil wir aber zu weit weg sind, macht er das nicht. Das finde ich irgendwie blöd. Scheiße. Das heißt ja, wir müssten das Feuer dort aufbauen. Oder wir bauen dort ein Trockengestell hin. Ja, los, Leute. Nee, das dauert ja ewig, bis das getrocknet ist mit dem Fisch. Wie viele Mahlzeiten habe ich denn? Wir haben hier... Ey, das muss einfach reichen. Leute, dann machen wir das, so. Ich gehe nochmal ganz kurz hier drüben beim Radio looten. Wie gesagt, das mit dem Radio machen wir später, dass wir das mal unserem Kumpel geben. Das will ich unbedingt sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Er soll dann glücklich sein, habt ihr geschrieben. Er soll glücklich sein und wenn Kevin glücklich ist, bin ich ja auch ein bisschen glücklich. Genau, mein Kumpel, der Kuhjunge, der meinte, hey Mensch, das Spiel ist übelst leicht. Früher bei The Forest 1, da hast du in der ersten Nacht hier irgendwie versucht, irgendeine Mini-Hütte zu bauen, bist am Verhungern gewesen. Das ist hier in dem Spiel gar nicht so. Hier findest du an jeder Ecke Loot. Und ob denn der Loot tatsächlich auch damals schon respawned, also einfach immer wieder da war. Das war so, Leute, im ersten Teil. Aber es gab nicht an jeder Ecke Loot. Das ist halt hier das Ding, dass du hier wirklich an jeder Ecke Loot findest. Ruhe da. So, Platine haben wir voll. Ihr hattet mir auch geschrieben, dass die Bomben... Wartet mal, dass die Bomben da voll sind. Ich probiere es nochmal aus. Nee. Wo steht denn dieses voll? Also bei mir steht hier nirgendwo voll. Wo habt ihr das voll gesehen? Bin ich denn noch blöd? Warte mal, ich lege jetzt hier mal so ein Ding. Leiterplatte. Tech-Rüstung. Ich sehe ja nicht, wo hier irgendwas mit voll stehen soll.
Also hier steht Zeitbombe. Da steht 3. Aber es steht nicht voll. Er hatte da aber explizit geschrieben, dass da voll steht. I don't know, Leute. Wartet. Dann gucken wir mal hier. Die Uhr nehmen wir noch mit, dass wir halt wenigstens da drinnen in den Höhlen uns jederzeit neue Bomben... Oh ja, Handgranate war nochmal wichtig. Da haben wir dann auch ein paar, dass wir dort gut zurande kommen. Ja, genau. Und du findest hier halt übelst Munition und du hast eigentlich die ganze Zeit überhaupt keine Probleme. Gut, ich spiele Schwierigkeitsstufe normal, also jetzt nicht hart oder so. Das muss man noch dazu sagen. Aber ich glaube auch damals in Survival... Ach, Mist. Im normalen Zustand im ersten Teil hattest du schon irgendwie Probleme, tatsächlich zu überleben. Und das hat man hier nicht, ne? Da hat er schon recht, irgendwie. Also du bist im ersten Teil permanent auf dem Zahnfleisch gegangen. Da hattest du mal das... Ach, der ist so doof, ey. Da hattest du mal das Dorf, ne? Ey, wartet mal, haben wir hier nicht diese Trinkflasche ausgedruckt? Wo ist denn die? Und in dem Dorf hast du ein bisschen Loot gefunden. Dann hast du auch permanent Stoffschwierigkeiten. Gut, haben wir hier jetzt auch. Wir haben nur 11 Stoff. Hier unten ist er. Ey, und guck mal, wir haben ja auch noch zwei Lederbeutel. Die heben wir uns auch mal alle auf. Wie kriege ich denn das jetzt hier rein? Füllen. Okay, das heißt, wir haben in der Höhle schon mal was zu trinken. Aber ich nehme an, in den Höhlen gibt es genug zu trinken. Boah, das sieht übelst geil aus, oder? Guckt euch mal diesen Himmel an, Leute. Oh, das ist fett. So, und dann müssen wir uns ganz klug überlegen. Wir müssen uns die Medizin noch craften. Oh shit, wir erfrieren hier, Leute. Wir erfrieren ja hier fast. So, einmal schlafen. Ich hoffe, es geht. Und speichern. Nehmen wir hier einfach den Speicherstand. Da war jetzt nicht weiter. Alles klar, Freunde. Passt auf. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Aloe. Aloe ist hier. Kombinieren. Heals Mix Plus. Dafür brauchst du dieses... Warte, das müsste... Das hier sein. Und... Wo ist denn das andere? Was ist das hier? Weidenröschen? Genau. Das müsste doch Heals Mix Plus sein. Gut. Jetzt hat er es gegessen. Ich werde nicht mehr. Also passt auf, wir machen uns... Die Medizin machen wir uns auf die 0. Medizin ist auf der 0. Energiemischung machen wir auf die 9. Falls wir da drinnen irgendwie dann rennen müssen oder so. Sprengstoff machen wir auf die 5. Handgranaten machen wir auf die 6. Ey Leute, ich kann es mir wahrscheinlich eh nicht merken. Die Knarre ist auf der 4. Taschenlampe machen wir auf die 3. Die Axt ist auf der 1. Müssen wir sonst noch irgendwas beachten? Den Rest machen wir dann irgendwie spontan. Ach ja, Mollys. Warte mal. Die können wir... Haben wir schon die 7 belegt? Dann machen wir die auf die 7. Also die waren jetzt... Auf der 5. 6, 7. 5, 6, 7. Waffe ist auf der 4, Axt auf der 1. Haben wir irgendwas auf der 2? Wartet mal, was haben wir denn auf der 2? Auf der 2 ist der Bogen, das ist auch gut. 3 ist Taschenlampe, alles klar. Ja, wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ist denn hier was fertig? Der Fisch wird wahrscheinlich nicht fertig sein, ne? Ne, der ist roh. Wartet mal, den machen wir uns noch. Nimm den mal ab. Den machen wir uns schnell noch am Feuer, dass wir dort wenigstens gestärkt reingehen. Gespeichert hat man, ne? So ein Zelt könnten wir vielleicht noch mitnehmen und dort aufbauen. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, was die Höhle angeht. Aber wir müssen ja dort rein. So. Ne, warte, wie geht das? Ich muss hier lange gedrückt halten. Zack. Alles klar, läuft. Läuft, Leute. Wie viel Munition haben wir? Wir haben... 53 Schuss. Ja, da kommen wir schon eine Weile hin. Also gut, Gunther hier, das mit dem Feuer klappt aber nicht. Mit den Steinen. Grüß dich, hast du Hunger? Ich habe leider nur einen Fisch. Oder weil das schneit. Kann natürlich sein, weil das jetzt von oben schneit, dass es deswegen ausgegangen ist. Ich weiß es nicht, Leute.
So, da ist er fertig. Den nehmen wir uns mit, den essen wir kurz vor der Höhle. Trinken wir noch einen Schluck hier am Wasser und dann geht's dort rein. Wir versuchen uns dort ein Speicherdingsbums in der Höhle zu bauen, wenn dort nicht schon eins ist. Ich bin aufgeregt, Leute. Ich bin aufgeregt. Läuft die Aufnahme? Sie läuft. Schluck trinken. So, da haben wir Ausdauer schon mal voll. Ja, wir werden schon... Ach so, und ihr habt jetzt gesagt, Rüstung wäre da drin schon sinnvoll, ne? Passt auf. Ich hab ja ein paar Rüstungen. 7 Stück. Okay, guckt. Das sieht doch gut aus. Vielleicht finden wir da drin ja auch coole Klamotten. Ich habe nämlich auf irgendwelchen Bildern gesehen, dass man Virginia auch andere Klamotten anziehen kann. So, laufen wir hier überhaupt richtig? Mach mal die Karte an. In die Höhle müssen wir, ja. Die NPCs kommen nicht mit in die Höhlen, ne? Kevin und so, oder? Ich glaube nicht. Machen wir uns mal unterwegs noch Stöcke. Falls wir in den Höhlen noch ein Lagerfeuer machen müssen, wäre es sinnvoll, wenn wir noch ein paar Stöcke haben, ne? Und einen Schluck Kaffee trinken. Naja, ist noch ganz schön am Zittern. Oh, die Vögel zwitschern. Das hat was. Kommt bald der Frühling, hä? Vielleicht. Es ist halt doof, dass man hier im Winter keine Steine sieht. Aber eigentlich auch logisch, ne? So ein paar Steine hätte ich auch gern noch mitgenommen. Ah, egal. In den Höhlen wird es ja auch irgendwas geben, denke ich mal. Ich hoffe, wir gehen auch zur richtigen Höhle. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das die richtige Höhle ist. Ich habe nämlich dieses Video, was ihr mir gepostet habt, bezüglich finde die Seilrutsche, habe ich nämlich auch... Naja. Ruhe bitte. Ich bin konzentriert. Ich versuche, mich zu... meine Lippen zu bewegen. Habe ich ja nicht geguckt. Ich habe nur den Titel gesehen und dachte mir... Okay, und so findest du die Dingsi. Und dann kam aber auch schon, da hat man, glaube ich, ganz kurz auf der Map gesehen, wo man hin muss. Ja, es wird schon die richtige Höhle sein, oder? Wenn nicht, dann lernen wir halt mal heute eine Höhle kennen. Was ist das hier für ein hübsches Örtchen? Das gefällt mir. Oh, was ist das hier für eine Schlucht? Oh, ich dachte, ich falle jetzt hier irgendwo ganz tief runter, Leute. Ne, sieht gut aus. Oh, hier ist eigentlich auch schön, ne? Hier ist eigentlich auch schön. Oh, was ist denn da? Wartet mal. Ist hier wer? Hallo? Ne, sieht ruhig aus, ne? Komm, wir looten noch schnell. Okay, C4 hätten wir voll. Ey, da können wir aber nochmal speichern. Oh, hier ist ein Zettel. Hank, you spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any golf clubs or balls. How are we supposed to golf? Miles Goldstein. Okay. Na, für alle Leute, die es nochmal lesen wollen, könnt ihr kurz Pause drücken. Wie kriege ich es jetzt wieder weg? Ah ja. Golfbälle. Ich sammle mal Golfbälle ein. Und hau mir mal eine Packung Crunchy Frunchies rein. Okay, hier könnten wir nochmal schlafen. Das machen wir, nee, speichern. Schlafen nicht. Fit sind wir ja. Hier, nochmal Loot. Noch mehr Loot, sehr gut. Cool. Haben wir nochmal was mitgenommen, kurz vor der Höhle. Sonst ist hier nichts, ne? Noch einen Schluck trinken. Geil, Leute. Weiter geht's. Gar nicht groß ablenken lassen. Was ist das hier? Oh, nochmal Ohren. Was ist das hier? Eine vergammelte Mandarine. Oder Apfelsine. Keine Ahnung, was das war. Wir müssen dahin. In die Richtung. Jetzt wäre ich fast falsch gelaufen. Warte mal. Kaffee. Hier ist nochmal eine kleine Pfütze. Hier ist echt idyllisch. Gefällt mir gut hier.
Ja, vielleicht machen wir dann irgendwann mal später im weiß ja nicht, wie lange das Let's Play geht, ne? Es wird ja jetzt im Early Access vielleicht noch nicht so viel Inhalt sein. Falls wir irgendwann mal eine zweite Staffel machen. Oh, da ist ein Reh. Oh, ein Schuss und es ist down. Geil. Falls mal, weil irgendjemand in den Kommentaren schrieb, bei mir waren im Winter keine Tiere zu sehen. Jetzt haben wir hier Tiere. Wenn wir eine zweite Staffel machen, dass wir mal Hardcore-Modus machen. Also hier nicht normal spielen, sondern einmal ein bisschen härter. Ja, doch sinnvoll, oder? Wisst ihr, und das ist das, was mein Kumpel, der Kuhjunge, meinte. Oh, neue Anleitung im Inventar. Du hast halt früher immer ewig gebraucht, tatsächlich mal so ein Reh zu jagen. Und jetzt machst du das ja alles im Handumdrehen, ne? Das ist schon... Tech-Rüstung, Blätterrüstung, Energiemischung, handgefertigt. Was ist denn jetzt dazugekommen? Weiß ich nicht, Leute. Irgendwas... Ah, stimmt, da war eine Rehhaut dabei. Wo ist denn die? Wartet mal, Leute. Wo ist die Rehhaut? Die Rehhaut ist die Haut, die rauskommt, wenn man es Rehhaut. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es aber nicht. Hä? Ach, hier, oder? Nee. Das ist eine taktische Jacke. Aber das ist ja die, die wir anhaben. Ich finde die Rehhaut nicht. Jetzt ohne Scheiß, Leute. Ich finde die nicht. Fisch. Hier ist das Fleisch, was wir gerade rausgeholt haben. Ich finde sie nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Nehmen wir noch eins mit, Leute. Wenn wir einmal hier welche sehen, wäre das sinnvoll, ne? Dann haben wir gleich ein bisschen Fleisch. Boah, eigentlich so viel brauchen wir auch nicht. Boah, das ist so grausam. Alter. Boah, das ist so furchtbar. Also schlägt da gerade einer auf mich ein. Hey, du... Bist du noch ganz knusper oder was? Was ist denn mit dir? Alter, der hat mir gleich wieder eine Rüstung runtergehauen, der Idiot. Na, das kann ja lustig werden in der Höhle. Ist sie überhaupt? Ah, da vorne kommt sie. Da ist sie. So, Rehe, ihr dürft leben. Ich kann ja nicht jedes Reh töten. Ich würde nochmal einen Schluck trinken. Hier ist auch irgendwie schön. Oh, hier ist zugefroren. Hier kann man gar nichts trinken. Okay. Na gut, Leute. Ja, wir müssen ja. Wir müssen ja. Hier ist nochmal Loot. Das ist gut. Wir können davon nichts gebrauchen. Obwohl, wir können uns jetzt hier so ein Meal reinhauen. Essen. Okay, Leute. War das die Höhle, wo ich schon mal ganz kurz nur am Anfang drin war? Ich glaube schon, ne? Wir sind da nur mal kurz rein. Ist das zufällig die, wo auch mein Speicherzelt steht? Nee. So, die Taschenlampe war jetzt auf der 3, ne? Genau. Hier, Stoff ist wichtig. Hier wäre nochmal Fleisch. Können wir gerade nichts gebrauchen. Ich würde hier trotzdem versuchen, irgendwie so ein Speicherzelt hinzubauen. Wartet mal, das ging. Wie ging das? Ich nehme hier so eine Plane, ne? Ausrüsten. Ah ja. Zack. Okay, das klappt schon mal. Das ist gut. Hier drinnen friert man auch nicht. Das finde ich super. Und jetzt speichern. Ich nehme mal einen neuen Spielstand, Leute. Konservendose. Dafür brauchen wir aber irgendeinen Dosenöffner, den wir nicht haben. Ihn kennen wir. So, Leute. Auf geht's. Das könnte ein bisschen länger dauern. Was sind hier die Toten? Ja, doch, hier waren wir ja schon mal. Bis hierhin. Ich würde sagen, wir haben ja übelst viel von diesen Dingern hier.
Okay. Knochen ist gut für Knochenrüstung. Hier halten wir wieder unsere Leuchtfackeln rein. Warte mal. Bisher sehe ich noch keinen Gegner. Doch, da hinten steht doch irgendwas, oder? Wie lange leuchten denn diese Dinger? Bisher sehe ich noch keinen Gegner. Na, lass mal hier kurz. Doch, 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 da, da, da. Okay, der ist direkt instant umgefallen. Ist der tot, ja. Ihr seht nichts, ne? Aber ich habe den Headshots verpasst. Die fallen aber schnell um. Die sind ja direkt tot, Leute. Da steht noch einer. Wartet, hier ist nix, ne? Guck mal, die sind instant tot. Haben die hier irgendwas am Schwierigkeitsgrad gedreht oder so? Es werden sich doch nicht Leute aufgeregt haben, dass das Spiel zu leicht ist, oder? Flintenmunition, sehr gut. Was ist das hier? Ein Kreuz. Oh, cool. Vielleicht kann man damit irgendwie die Gegner abwehren. Hier ist nochmal übelst viel Flintenmunition. Stoff ist gut. Ich glaube, Leiterplatten können wir nicht mehr nehmen. Da brauchen wir den Laptop gar nicht zerstören. Hier hinten geht es nicht weiter. Okay, Freunde. Ja, ich nehme lieber eine normale Waffe als dieses Kreuz. Ich würde es gerne mal probieren, aber das machen wir lieber nicht in der Höhle. Da ist noch einer. Oh, der bewegt sich. Langsam, langsam, langsam. Sonst kann ich nicht ziehen. Guck mal, die fallen einfach instant um. Mit einem Schuss. Das ist doch blöd. Okay, Leute, das Spiel ist eindeutig zu schwer geworden, zu leicht geworden. Zack, tot. Zack, tot. Ja, da kommen wir ja hier easy durch. Da brauchen wir ja hier gar keine Bomben. Na gut, wir wissen ja noch nicht, was kommt. Wir wissen ja noch nicht, was kommt, Freunde. Schau mal, hier steht was. Was kriegt man hier raus aus dem? Mutantenrüstung collected? Ey, dann looten wir die anderen auch. Ey, da war Mutantenrüstung, Freunde. Das waren da aber keine Mutanten, oder? Das waren doch ganz normalos. Warte mal, wo haben wir jetzt die anderen erschossen? Leute? Scheiße, die sind despawned, oder? Ich sehe sie nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder zu hektisch gerade. Doch hier drüben hat man ja einen erschossen. Aber hier ist kein Zeichen, um den zu häuten. Doch, jetzt. Also, Mutantenrüstung war ja im ersten Teil damals die beste. Zack. Haben wir schon mal zwei. Haben wir schon mal zwei, Leute. Sonst noch mal? Was ist das hier? Oh, wartet mal. Foto Reference. FYI. This is what we are looking for. Ach nee, die haben hier Gold gesucht. Sieht so aus, oder? Oder irgendeinen Stoff. Okay. Die haben Gold gesucht, Freunde. So, den hatte ich gelootet, oder? Warst du gelootet? Ja, das hier. Sieht aus wie Gold, ne? Huch. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist das hier? Grafikfehler, oder? Okay. Ich gehe mal lieber oben lang.
Seht ihr überhaupt was, Leute? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ihr genügend seht. Was ist denn da? Ach du Scheiße. Das kommt aber nicht durch, oder? Das hängt fest. Oder hat es mich nur noch nicht entdeckt? Zur Not renne ich einfach ganz schnell raus. Ihr kennt mich, ne? Ich glaube, das hängt fest, hä? Das hängt wirklich fest. Ah, guckt mal. Ich weiß warum. Da liegen nicht umsonst so eine komischen Zeitbomben. Was war das? Die 5. Habe ich mir aber gut gemerkt, meine Schnelltasten. Okay, das ist cool. Hast du noch Loot? Ich hätte gerne den Akkuschrauber. Jetzt nehmen wir uns einfach so eine Bombe wieder. Ey, das ist ja cool. Warte mal, kann man hier was trinken? Ach, scheiß drauf, wir haben noch eine Trinkflasche. Machen wir uns jetzt hier nicht fertig. Die kann ich nicht nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen... Oh, Alter! Was ist denn das für ein Geräusch? Hör doch auf! Wenn wir jetzt hier vorne was sehen, hau ich nochmal so eine Zeitbombe rein und dann holen wir uns die von hinten. Sorry, Leute. Okay, jetzt sehe ich gerade gar nichts. Woran liegt denn das? Meine Taschenlampe alle? Oh, oh, Leute. Die alle, kann das sein? Ja, tatsächlich. Hier, Batterie nachladen. Komm. Ja. Okay, da vorne ist wieder was. Was? Warte, ich muss einen Headshot verpassen. Das hat geklappt. Oh, jetzt hier kommen viele Leute. Ja. Da ist irgendwas Ekliges. Da ist irgendwas Ekliges. Okay, das hat... Ich habe, glaube ich, nichts getroffen. Okay, der ist down. Wie viele sind denn hier, Alter? Okay, der ist down. Wartet mal, ich hole mir erstmal die Bombe zurück. Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht nach, wenn ich diesen Höhlenabschnitt wieder verlasse. Das wäre natürlich dann doof. Dann bringt das nämlich gar nichts. Hier war das, ne? Oh, Alter, was ist denn das noch für ein komisches Soundbug? Okay, aber er funktioniert. Er erschreckt mich. So, wie viele Gegner haben wir jetzt da drin schon weggemacht, Leute? Es waren doch echt schon da. Okay, es kommt irgendwas, was es auch ist. Bleib hier! Scheiße. Haben wir es trotzdem erwischt? Nee. Okay, jetzt haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, glaube ich. Das Ding ist durch. Okay, der ist tot. Da ist noch was. Ich hab's gesehen. Da ist was Totes. Okay. Ich glaube, wir haben alles, Leute. Wir fangen mal an mit häuten, das ist wichtig. Wieso kann ich die nicht häuten? Oh. Geht einem ganz schön die Muffe, Leute. Aber so kommt man gut an Mutantenrüstung, ne?
Den hier kann ich nicht heulen. Doch, jetzt. Er wackelt. Mr. Wackelpo. Ja, bisher kommen wir doch ganz gut durch. Aber genau das ist der Punkt, ne? Man, es ist halt zu leicht. Ich will mich ja nicht beschweren, dass es zu leicht ist, aber es ist zu leicht. Man hat ja hier gar keine Herausforderung mehr. Kommt hier mega gut an, richtig viel Rüstung. Also Mutantenrüstung hatten im ersten Teil nur die ganz Großen, ne? Die Dicken hier. Wie hießen die? Muschi, Klaus und... ja, irgendwie so. So, hier gibt es noch ein Seil. Hier gibt es noch was zu lesen. More lightning. Gut. My workers are having a lot of trouble getting anywhere inside the caves in complete darkness. Wir brauchen mehr Licht, bla bla bla, Safety und so. Ja, okay, die brauchten hier mehr Licht, aber haben wahrscheinlich keins bekommen. So, Seil ist immer gut. Seil und Stoff kann man nie genug haben, Leute. Hier ist nochmal. Komm. Die Hitbox von dem Häuten ist irgendwie doof. Aber egal, ich will mich ja gar nicht beschweren. Wie viel haben wir denn mittlerweile, Leute? Jetzt muss ich mal ins Inventar gucken. Das läuft ja hier richtig prächtig. 7 Mutantenrüstung schon. Okay, geil. Dann esse ich mal so ein MRE-Dings. Man könnte sich ja eigentlich auch ein Feuer machen und mal kurz speichern, ne? Wollen wir das so machen, Leute? Das machen wir so. Ich sehe gerade nicht. So, ne? Können wir uns nämlich ein bisschen Fleisch drauf braten. So. Und dann nehmen wir hier nochmal so eine Folie und machen hier noch einen Speicherpunkt. Oh, irgendwas ist hier. Irgendwas schreit hier, Leute. Scheiße, wo ist denn jetzt die Folie? Was schreit denn hier? Sind das diese kleinen Ekelbabys? Hä, wo ist denn jetzt diese komische... Ach, hier. Ups. Das hat er geschossen und gleichzeitig... So, wir trinken mal einen Schluck Energy. Genau, da ist immer ein bisschen aufgefrischt. Okay, Energie ist voll. Wir speichern ganz kurz. Oh, ich bin aufgeregt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, Spiel ist gespeichert. Was haben wir hier noch? Dieses Meal. Oh, hier hinten noch was in der Ecke. Hier ist noch, hier liegt einer. Okay. Irgendwas höre ich noch krabbeln. Aber was? Warte mal, ich check. Mach mal ganz kurz einen Munitionscheck. 34. Okay, wird langsam. Wird langsam enge, Leute. Okay, das ist crazy hier. Oh shit. Da haben wir einmal die Handgranate getestet, Freunde. Das Problem ist, wartet mal. Die sind auf der 7, aber wir haben das Feuerzeug nirgendwo, ne? Machen wir das auf die 8. Irgendwas ist hier doch. Ich höre es doch die ganze Zeit. Okay, das war voll ins Wasser.
Da vorne scheint Wasser zu sein. Okay. Ha! Ich hänge, Leute, ich hänge. Scheiße! Scheiße, ich hänge fest, Leute! Fuck! Okay, scheiße! Wo ist meine Waffe? Oh. Okay, wir müssen mal Mutantenrüstung anziehen. Okay, das ging jetzt ganz schön auf die Materie, weil einfach die Bombe nicht gesessen hatte. So, okay, jetzt sind wir voller Mutantenrüstung. Eieieiei. Und jetzt ging richtig viel Muni weg. 22 Schuss, Freunde. Kann ich denn die Taschenlampe und den Bogen? Ja, das geht. Den hier hat man gelootet, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Renn doch mal. Nein. Anzünden. Ah! Ich krieg hier nichts. Fuck. Ich sehe nichts. Wo ist denn die blöde Taschenlampe? Scheiße. Wo ist denn der jetzt? Ah, das mit den Mollys geht nicht so gut. Weil die muss man erst irgendwie anzünden. Wo ist denn jetzt der Typ hingegangen? Da vorne ist er. Okay, der ist noch da. Ich weiß nicht, ob der hier durchkommt, Leute. Ja, da ist er. Scheiße, wir haben keine Bomben mehr. Die Handgranaten brauchen halt so lange, bis die explodieren. Wartet, wir müssen Bomben bauen. Ganz schnell zurück. Sorry, Leute. Also, das. Münzen, wo sind die Münzen? Hier drüben. Was war es noch? Was fehlt noch? Mehr Münzen. Fuck. Was fehlt noch? Leiterplatte. Okay, Leute. Aber ich denke, wir müssen tatsächlich fast schon einen Cliffhanger einbauen. Scheiße, ey, die Munition wird immer knapper. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was fehlt noch? Leiterplatte. Okay. Es wäre halt schon irgendwie sinnvoll, wenn man die... Das waren ja mehrere auf einen Haufen. Okay, das hat geklappt, Leute. Einer weniger. Oh, wo ist denn hier die Hitbox? Ja.
Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt hier zu schlafen, damit wir Energie haben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe Angst, dass wenn wir uns jetzt hier schlafen legen, dass die ganzen Mutanten wieder nachspawnen. Nee, wir speichern mal lieber nur. Das mit den Mollys, das müsste besser klappen. Ach, der, guck mal, der hat die Taschenlampe automatisch aufgeladen. Da. Scheiße. Okay, das eine ist tot, aber hier war noch eins, oder? Oder war das das? Fuck, Leute. Oh, wo ist denn die Hitbox zum Häuten? Kaffee. Also uns geht jetzt langsam aber echt hier der Stoff aus. Das wird dann, wir gehen hier dann langsam auf den Zahnfleisch. Ich schätze mal, hier kommt noch einiges auf uns zu. Aha, da sind diese kleinen, ekligen Babys. So, wie kriege ich jetzt den Molly an? L drücken? Okay. Das dauert viel zu lange, Leute. Okay, die brennt schon mal, das ist gut. L drücken. Oh. Mach doch einfach, mach doch mal das Ding an, ey, wenn ich drücke. Du Dreckbein. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ist der tot? Ich sehe nichts, Leute. Wo ist die scheiß Taschenlampe? Oh, ich drück's doch. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Ich habe vorne auf der 3 die Taschen. Jetzt kommt sie. Ich drück die ganze Zeit die 3, wisst ihr? Wieso ist denn uns jetzt plötzlich so kalt? Wieso ist denn uns jetzt so kalt auf einmal? Ich kriege hier eine Macke, Leute. Ich bin so angespannt und nichts klappt hier. Wir haben gleich keine Muni mehr. Anscheinend finden wir hier auch keine Muni. Und uns ist richtig kalt. Da ist auch eine Kiste. Bitte lass da Munition drin sein. Nee, Fackeln. Ekliges Scheißding. Oh. Wie groß ist denn noch diese Höhle, Leute? So, gib mein Geld her. Das hab ich mir verdient. Okay, Leute, lasst mal kurz checken. Wir haben noch 22 Schuss. Irgendwo haben wir anscheinend gerade Munition gefunden. Oder ich habe die Waffe noch nicht nachgeladen. Das kann natürlich sein. Ich frage mich noch gerade, warum er so friert. Kann es sein, dass draußen eventuell Nacht ist? Und sich die Nachtkälte auf die Höhlen auswirkt. Boah, ey, irgendwas ist hier noch.
Leute. Das gefällt mir hier gar nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. Was war das? Okay, hier sind Kisten. Da vorne ist doch was, hat sich doch was bewegt, oder? Was ist das? Stoff? Seil? Oh, da vorne. Wie viel steckst denn du ein, Alter? Ist nicht cool, Leute. Okay, noch so ein Typ und dann haben wir hier ein richtiges Problem. Ich krieg den nicht down. Ich krieg den einmal nicht down. Ach, da steckt er jedes Mal die Taschenlampe weg. Das ist schlecht. Wir können den nur mit der Pistole kalt machen oder wir rennen halt weg vor dem. Aber wir müssen auch bald rennen, Leute. Okay. Da rennt noch einer. Ey, scheiß drauf, Leute. Wir kriegen das jetzt hier nicht hin. Wir rennen jetzt hier einfach mal ein Stück. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo an den Punkt kommen, wo wir mal kurz speichern können und erstmal uns beruhigen können. Also dieser Höhenabschnitt ist anscheinend noch groß. Hier haben wir irgendwas. Ist irgendwas hinter uns her? Wieso ist hier nichts? Oder hängt hier was an der Decke? Leute. Also es läuft ja bisher ganz gut, aber wie gesagt, das mit der Munition ist so eine Sache. Oh nee, nee, oder? Hau ab. Hau ab. Weil ich drücke die 1 und er holt die Waffe raus, obwohl die Waffe auf der 4 ist. Ich verstehe es nicht. Wo bist denn du jetzt, du Dreckding? Oh, da leben ja noch übelst viele. Ich habe doch schon da Haufen Mollys reingeschmissen. Was ist denn das? Ich habe keine Mollys mehr, oder was? Scheiß drauf, ey, jetzt fliegen hier die Handgranaten. Oh, das war nicht gut. Jetzt hat es doch irgendwas die Lampe zerstört. Und die Babys leben immer noch. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Alter Verwalter. Irgendwo ist immer noch eins am Leben, ne? Mann, Mann, Mann. Spreche ich überhaupt die ganze Zeit ins Mikrofon? Ich weiß nicht, ich bin so aufgeregt. Übelste Handgranate verschwendet und dann lebten die alle noch. Das ist doch Mist. Warum hängen hier überall Leichen? Ich glaube, wir gehen hier gerade ins Verderben, Leute. Wartet mal. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 2. Zack, zack. Wir machen mal vorsichtshalber noch eine. Münzen. 1, 2, 3, 4, 5.
Was war es noch? Was fehlt? Ein Ohr? Und zack. So. Ich glaube, hier vorne kommt was richtig Fieses, wenn hier so viele Leichen hängen. Vor allem sind wir jetzt schon bei fast einer Stunde, Leute. Wir müssen uns jetzt hier beeilen. Wir müssen mal was zum Speichern finden und dann baue ich einen Cliffhanger ein und dann machen wir morgen weiter in dieser Höhle hier. Nimm mal noch die letzten Mumbeln, die letzten Kugeln. Hier ist ein Abzweig. Kommen wir denn hier jetzt raus, Leute? Oh Gott, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Riesenhöhle ist. Okay, hier geht's einmal lang. Hier geht's. Nee, hier geht's nicht lang, oder? Doch, hier geht's auch lang. Okay, hier ist aber nichts. Doch, irgendwas ist da. Fledermäuse, alles klar. Ein Pfeil. Oh, hier ist noch ein Geheimnis zum Lesen. Missing. Edward Puffton and his family are still missing. Oh, irgendwas ist da hinter uns. Guckt mal, das. Das ist doch so eine Art Seil, ne? Okay, hier rechts müssen wir, ne? Weil die Höhle ist ja auch riesig. Ach du Scheiße, hier sind noch richtig viele Knochen und so. Ich sage euch, Leute, hier kommt gleich was Übles. Aber ich gehe nochmal hier hinten gucken. Nicht, dass man hier irgendwas... Es sieht manchmal so aus, als würde irgendwas an der Decke kleben. Nicht, dass man hier irgendwas Wichtiges verpassen. Und ihr schreibt dann wild in die Kommentare. Aber hier ist nichts, ne? Stalaktiten, Stalagniten. Und wie heißen die, die zusammengewachsen sind? Habe ich vergessen. Also Stalaktiten sind die, die oben sind. Stalagniten sind diese hier. Und dann gibt es ja welche, die sind so zusammengewachsen. Oh, guck mal, wir erfrieren ja fast. Oh nee, nicht schon wieder. Es ist auch noch die Taschenlampe leer. Noch mehr Babys? Okay, Babys sind okay. Sind zwar irgendwie eklig, aber... Was ist hier? Was zu essen? Obwohl, wir könnten wirklich mal was essen. Guckt Meat, hauen wir uns rein. Das bringt ja gut Energie. Wir hauen uns noch einen Energy-Drink rein. Und wir hauen uns mal noch einen Energieriegel rein. Ja, das tat gut. Okay, jetzt sind wir wieder gut unterwegs. Kann ich hier überhaupt durch? Ja. Oh, hier geht's lang und da geht's lang. Hoch oder runter, Leute? Und alle schreiben mir in die Kommentare. Runter, hoch. Oh ne. Oh ey, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so... Ich musste mal irgendwas zum Speichern finden, dass man hier wenigstens mal... Das war das hier... Jetzt sind wir auf der Rückseite von dem Fledermaus-Dingens, was wir vorhin gesehen haben, oder? Ich pick hier überhaupt nicht mehr durch. Ach du Scheiße, jetzt geht das hier wieder los. Okay, da ging jetzt ordentlich Rüstung drauf. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott, ich verlaufe mich hier doch. Hier geht's nirgendwo weiter. Also hier geht's überall weiter, meinte ich. Ja. Ja. Leute, wir haben's.
Was war das? Betäubungsgewehrmunition. Leute, wir haben es. Okay, ich sehe gerade gar nichts. Wo sind wir jetzt gelandet? Leute, wir haben das, was wir gesucht haben. Die Frage ist, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach, kann das sein, dass das hier die eine Höhle ist? Nee, ich blick hier nicht mehr durch. Wo zur Hölle sind wir jetzt hier? Ist hier irgendwo ein Ausgang? Hier ist ein Ausgang. Nee. Wir gucken kurz raus, damit wir uns orientieren können, wo wir hier auf der Karte sind, Leute. Wir haben aber das gefunden, was ich gesucht habe. Okay, es ist Nacht. Und er ist richtig am Bibbern. Warte mal, halt. Ah, okay. Crazy. Wir sind irgendwie an einer anderen Höhle. Kevin, was machst du da? Du erschreckst mich zu Tode. Okay, Freunde. Ich speichere jetzt hier kurz ab. Ich gehe mal ganz kurz hier rein, baue mir eine Plane auf und dann war es das für heute. In die Höhle müssen wir aber nochmal. Wir haben aber zumindest das gefunden, was wir gesucht haben. Ich habe zum Schluss aber völlig die Orientierung verloren. Aber ich war auch dann einfach nur noch kaputt und hektisch. Und dieser Höhenrundgang hat mich schon ganz schön mitgenommen jetzt plötzlich. Da gehen wir nochmal in Ruhe rein. Gucken uns das nochmal an. Hier. Und einmal hier hochziehen. Und speichern. Freunde, das hat trotzdem Spaß gemacht. Es war sehr, sehr aufregend. Und jetzt bin ich aber erstmal durch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen ist Montag, genau. Ich mach, nee. Morgen kommt Valheim. Dienstag erst. Alles klar, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.